Liebe Leute, willkommen zurück zu The Long Dark. Ich bin genau an der Stelle, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe und ich muss jetzt den Speer an der Schmiede reparieren. Da. Nichts dabei, schauen wir mal. Ja, genau, okay. Benötige ein bisschen Papier oder sowas. I'm gonna have to leave something behind. Ja, kein Stress. Wir schmeißen gleich was weg. Da haben wir was. Sehr schön. Jetzt können wir ein bisschen was anzünden. That should do it. Ah, okay. Let's do this. Metallschrott, schwerer Hammer. Schwerer Hammer. I can add blacksmith to my growing list of skills. Nicht schlecht. Let's hope I don't have to put this spear to the test. Jetzt würde ich fast sagen, haue ich mich hier einmal aufs Ohr. Da, perfekt. Mach mal ruhig ein bisschen, damit es möglichst nah am Tag ist, weil das ist ja ein bisschen angenehmer draußen rumzulaufen. Nee, nee. So, jetzt geht's zurück und dann sollte dieser Bär ja hoffentlich kein Problem mehr sein.
So, ich nehme an, unser Philosoph ist nicht mehr da. Der hatte ja hier seine Feuerstelle. Den hier noch mal lang. So, jetzt dauert es nicht mehr so lang, bis es warm, hell wird. Jetzt ist die Frage, komme ich so entlang über diesen Erdrutsch hier? Das wäre natürlich sehr nett, wenn ich hier so eine kleine Abkürzung nehmen könnte. Ah, sieht gut aus. Ah, hier bin ich leider nicht. Doch. Hier bin ich geschützt. Muss ich dringend ein bisschen was finden hier. Goodness. Made it through another night.
nichts mehr. Immer noch nicht. Wann ist der nicht Zunder? Ansonsten habe ich halt Pech gehabt und dann muss ich warten, bis ich ein Buch finde oder irgendwas anderes. So, jetzt müsste der Bereich mit diesem zugefrorenen See kommen. Ich muss was essen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da einen schnelleren Weg finde als komplett außenrum. Denn ich muss ja nicht wieder zu diesem Haus mit dem Speer. Nee, das Haus des Spencers, glaube ich, war das. Einfach nur den Schienen entlang im Grunde. Was haben wir hier noch? Ja, diese Truhen, also... Ich habe so viel Krempel dabei, ich wüsste jetzt nicht, weshalb ich da... Eieiei. Weshalb ich da jetzt noch hin sollte. I'm not sure I can carry much more. Immer noch so viel Zeug dabei, ich habe da gerade das ganze Holz abgeladen. Sehr schön. Unterkühlungsrisiko sinkt wirklich sehr langsam. Obwohl es 54 Grad hat.
So, an den Schienen entlang sollte ja eigentlich nichts Dramatisches passieren. Möglicherweise Wölfe, aber ich meine jetzt so von einbrechendem Eis oder so. Müsste eigentlich klar gehen. Da ist schon der nächste. Aber der frisst da gerade. Could end up being useful. Vollgepackt mit Ratschlägen und technischen Details, um ein besserer Schütze zu werden. So, das hätten wir, sag mal, diese blaue Anzeige, das ist doch neu hier, oder nicht? Oder nicht? So, die Wirkung des Kaffees haben jetzt nachgelassen. Aber ich sollte es nicht mehr allzu weit haben, glaube ich.
Es ist gerade heute, wo ich das aufnehme, angekündigt worden, dass es demnächst ein DLC geben wird, ein Story-DLC. Ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß. oder heißen wird, aber angekündigt ist es. Mal schauen, ob ich es bis dahin durchspielen kann. So cocky now, huh? And all it took was for me to go full on Grizzly Adams. I'd better get out of here before he comes back. Oh Gott. Eieiei. Lang bin ich der Meinung. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Bisher war die Erfolgschance bei diesen Kisten eher so, naja, dann gibt es einmal Nähzeug und einmal eine Leuchtpatrone oder sowas und eine Tomatensuppe. Und ich bin sowieso komplett überladen mit Zeug, deshalb sehe ich da jetzt nicht so die Notwendigkeit dahin zu gehen. Kann natürlich sein, dass da was sehr viel Besseres drin ist, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Rumlaufen die ganze Zeit, das reicht mir dann ehrlich gesagt auch schon. Da muss ich jetzt nicht nochmal ans Ende der Map, um zu schauen, ob da irgendwas Sinnvolles drin ist. Jetzt aber eigentlich zurückschaffen, ohne nochmal einen Zwischenstopp einlegen zu müssen. Mit Feuer oder ähnlichem. Jetzt kommt bestimmt gleich raus, dass Jeremiah und der Bär unter einer Decke stecken. Was die ganze Zeit geplant haben. Legend might be bunk, but the spear is real. Maybe the legend is also real. Let's hope so, for your sake. Yeah, the bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio?
Are dead. Did you see the lights in the night sky? The aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music. Talking. I think it needs more range. A more powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get a message out. Let me guess. You have an idea. You're starting to get it, Mackenzie. I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie! Now, this survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear. Now, why would those be there? Good question. But for another time. We can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster to make sure the message gets to the next relay. Okay. Well, you get me two, maybe three of those, and I might just be able to rig us up our own signal booster. You might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm gonna become the next chapter in his legend? Don't be silly. Spence's Bear would be long gone by now. That was 150 years ago. Maybe he has, I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. But there's definitely a Bear out there, and he's definitely interested in you. You'll just have to take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What message? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend! Please, Mackenzie. Get me those boosters. I'll fix the radio, and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. I promise. Okay. I'm on it. I'll be back with the transponder parts. Watch your back, Mackenzie. What do I have to worry about? I have a legendary 150-year-old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way, and I'd really kind of like to find her back. And don't forget about the wolves. Let's get on with it. Ja, und wie wir das Ganze machen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dahin, ciao.